So, ich will noch mal kurz was zu den Bewertungen der Übungen oder zu den Übungen allgemein sagen. Also das Erste ist, die Übungen finden in Präsenz statt, mittwochnachmittags in der Uni. Und die Übungsaufgaben finden Sie wie immer in Moodle. Bei der Bewertung wollen wir so vorgehen, dass es erstmal für jede Aufgabe einzeln bewertet wird, ob Sie die ernsthaft bearbeitet haben. Also hier ernsthaft bearbeitet, 0 bis 100% können Sie erreichen. Und dann wird aber auch noch bewertet für jede Aufgabe einzeln, ob sie richtig ist. Ja? Und das Blatt ist bestanden, wenn Sie 75% ernsthaft bearbeitet haben. Also ob es richtig ist oder falsch, hängt nicht davon ab, davon hängt nicht die Klausurzulassung ab, sondern nur, ob Sie die Übungsaufgaben ernsthaft bearbeiten. Ja? Und Sie müssen 5 von 6 Blättern müssen Sie bestehen. Ja? Und dann dürfen Sie Klausur mitschreiben. Diese Bewertung, ob was richtig ist oder falsch, das ist nur für Sie als Orientierung gedacht für die Klausur. Das geht in die Klausurzulassung nicht ein, aber dann sehen Sie eben schon mal, ob Sie die Sachen richtig gemacht haben oder eben nicht. Ja? Also das ist nur als Information gedacht. Okay, soviel zur Bewertung.